So süß. Da liege ich da. Guten Morgen, meine Lieben. Boah, jetzt guck dich, wie ich aussehe. Es war wieder eine echt beschissene Nacht. Ich war von 3 bis 5 Uhr wach. Und dann bin ich endlich eingeschlafen. Und deswegen habe ich dann bis 8 Uhr geschlafen, weil ich musste heute nicht arbeiten. Und dann habe ich gedacht, ja, dann kann ich auch länger schlafen. Ich bin trotzdem total im Arsch. Und habe heute nicht so den Sinn gesehen, mir ein Gesicht für euch zu malen. Verzeiht mir bitte. Bernd ist arbeiten und ich bin aktuell dabei, Umzugskartons zu packen. Das, also wir haben so viele, wir haben, ich glaube, 40 Stück insgesamt bestellt. Wir wollten die gebraucht holen, aber die sind ja gebraucht genauso teuer, als ob man die neu kauft. Und deswegen haben wir gesagt, ja, dann können wir uns die auch neu kaufen, dann müssen wir die nicht abholen. Dann sind nachher noch die Hälfte kaputt und so. Deswegen haben wir neue geholt. Und ja, ihr seht, da ist schon der Schrank ein bisschen leerer geworden. Ich habe noch so ein paar Tassen gelassen für das, also ne, für die paar Tage, die wir noch hier sind. Das sind jetzt noch 4 Tage bis zum Umzug. Hier ist auch schon was leer geräumt. Die Auflaufform und so habe ich weggepackt. Aber die Pizzateller zum Beispiel, die brauchen wir heute noch, weil wir heute Pizza machen wollten. Es ist halt so voll doof. Wie macht man das? Also wie machen das andere Menschen umziehen mit Packen, aber gleichzeitig auch noch leben und arbeiten? Ich finde das total schwierig. Hier ist auch sogar schon die Lampe ab. Da. Die haben wir schon im Haus in der Küche angebracht, aber die sah doof aus. Aber das muss ich euch mal zeigen, wenn wir da sind und zur Ruhe gekommen sind. Wie das alles... Ja, wir haben dann nochmal umgebaut, die Schlafzimmerlampe ab, in der Küche hingepackt und dann hat Bernd selber eine Lampe gebaut, die im Schlafzimmer jetzt dann hinkommt. Die ist aber noch nicht fertig und so. Die Waschmaschine läuft wieder, damit wir nicht so viel dreckige Wäsche mitnehmen müssen beim Umzug. Bernd hat heute auch um 13 Uhr Feierabend, dann kommt er nach Hause, macht im Garten weiter den Zaun abbauen und ich gehe dann in die Garage. Da sind nämlich noch ein paar Kisten mit so Kinderspielzeug und da wollte ich mal durchgehen, was halt auf dem Trödel kann, was im Müll kann, also wie gute Qualität das noch ist. Und ja, vielleicht wollen wir auch noch was behalten, weil wenn halt das nächste Baby kommt im Januar, dann kann man ja vielleicht auch noch mal was davon gebrauchen. Hier so diese ganzen Erbsen, die packe ich auch schon mal ein. Wo das eigentlich Schwachsinn ist im Umzugskarton, ne? Weil das unnötig schwer macht. Ach, weiß ich auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst gemacht habe. Also ich habe noch nie, ich glaube, das ist halt der Unterschied. Ich habe noch nie so lange in einer Wohnung gelebt, nachdem ich zu Hause ausgezogen bin. Hier haben wir jetzt 10 Jahre fast gewohnt. Ja, und das ist die längste Zeit. Und dementsprechend hat sich auch viel angesammelt. Und mit Kind, also mit Calvino halt, der jetzt auch 10 ist, hat man sowieso noch mal mehr so irgendwie. Also ich war nie so gut eingerichtet und ausgestattet, wie wir das jetzt sind. Und dementsprechend haben wir halt viel Schrömmel, was man oft auch gar nicht braucht, aber man hat es trotzdem einfach. Es ist einfach da und man will es auch nicht abgeben, obwohl wir echt schon viel entsorgt haben. Das muss ich auch sagen. Wir haben voll viel weggeschmissen und ich habe auch gesagt, wenn wir jetzt so die Tupper-Schränke... oh Leute, sorry, ich habe die verletzt. Wenn wir jetzt so die Tupper-Schränke ausräumen, dann solche würde ich dann wegschmeißen. Weil die sind so schrömmelig, weil ich hinterher erst erfahren habe. Obwohl, guck mal, hier steht, das ist doch Mikrowellenzeichen, ne? Dass man die nicht in die Mikrowelle packen soll, weil das zu heiß wird und dann werden die so porös. Ja, und im Zuge des Umzugs kommen die jetzt wirklich weg alle. Wir wollten uns ja neu ausstatten mit diesen ganzen Dosen und zwar von Ikea diese Glasdosen mit dem Deckel, wo man so die Flügel umklappen kann. Die sind zwar ein bisschen teurer, allerdings finde ich das total praktisch, dass man entweder den Deckel separat nachkaufen kann oder die Glasdose nachkaufen kann, weil wir hatten das schon oft, dass die Flügelchen mal abgebrochen sind. Nicht oft, aber
ab und zu mal oder dass eine Dose kaputt gegangen ist und ja, dann kann man das halt so einfach nachkaufen. Apropos IKEA, ich wollte euch heute eigentlich den IKEA-Haul drehen, weil gestern haben wir einen Großeinkauf im IKEA gemacht, aber da ich ja so lange geschlafen habe heute Morgen und Bernd um 1 Feierabend hat, habe ich gesagt, dann bleibe ich jetzt einfach hier zu Hause und mache hier, was ich so kann und drehe den IKEA-Haul morgen oder so. Das läuft ja nicht weg. Ich bin so müde, ne? Ich bin so müde. Ich bin so froh, dass wir den Umzug nicht selber machen müssen. Also, dass ein Umzugsunternehmen das alles schleppt und abbaut und aufbaut und so. Das ist so Gold wert, sage ich euch. Unglaublich. So, und Gläser brauchen wir jetzt auch noch 4 Stück, habe ich entschieden. 4 Tassen behalten wir für die Zeit, die wir hier sind. Ich bin voll optimistisch, ne, dass wir nicht mehr so viel brauchen. Egal. Passt schon. Passt schon, passt schon. So. So. Haben wir gesagt, eigentlich, wenn der Umzug fertig ist, also wirklich alles erledigt ist, und dann, bevor das Baby im Januar kommt, dann müssten wir eigentlich nochmal wegfahren. So einen Kurzurlaub oder so, einfach nochmal, um runterzukommen. Aber jetzt sind wir ja Risikogebiet hier im NRW. Und das wird, also ich vermute, dass sie nochmal so einen Teil-Lockdown machen werden. Vielleicht so, also vielleicht nicht die Wirtschaft runterfahren. Das machen die, glaube ich, nicht nochmal, weil. Also ich glaube ehrlich gesagt, die würden eher auf die Menschen verzichten, die dann wirklich daran sterben sollten, als nochmal die Wirtschaft runterzufahren und diesen ganzen finanziellen Verlust in Kauf zu nehmen. Egal, jedenfalls glaube ich, dass die so einen Teil-Lockdown eventuell nochmal machen, dass man halt nicht mehr raus darf. Nur wenn du zur Arbeit musst oder Arzt oder so, wirklich notfallmäßig. Ja. Keine Ahnung, aber das macht ja auch keinen Sinn, ne? Weil wenn man nicht mehr raus darf, dann kann man ja auch nicht mehr einkaufen gehen. Also zum Beispiel jetzt nach IKEA oder so. Das ist ja nicht lebensnotwendig. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr vermutet, wie das weitergeht mit diesem ganzen Gedöns. Jetzt mal abgesehen davon, ob ihr glaubt, dass es das gibt oder dass es das nicht gibt oder dass es so einen anderen Sinn hat. Also was habe ich gelesen, dass zum Beispiel manche glauben, dass es Bargeldabschaffungsmaßnahme sein soll, um den Onlinehandel hochzufahren, dass das halt alles nur die normale Grippe ist und so, keine Ahnung. Glaubt mal, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr meint, wie das weitergeht. Würde mich mal interessieren. Backform brauche ich doch auch nicht mehr, ne? Nein, ich backe jetzt keinen Kuchen mehr. Und ein Brot backe ich jetzt auch nicht mehr. Oh, ich hatte doch so eine schöne Brotbackmaschine. Ich habe so gerne Brot gebacken. Und dann habe ich aber eine Zeit nicht gebacken und habe sie in den Keller gestellt. Ja, und was soll ich sagen? Sie hat sehr nach Schimmel gestunken. Das habe ich euch auch in einem Video erzählt und wir haben sie entsorgt. Jetzt überlege ich, ob ich mir eine neue kaufen soll. Ich habe auch schon sogar eine rausgesucht bei Amazon. Die kostet 90 Euro. Aber die ist richtig cool, weil da kann man Teig machen bis 1,2 Kilo. So, also auch wenn man jetzt zum Beispiel nur Pizzateig machen will oder so, dann macht die das. Marmelade macht die Maschine. Ich hätte schon echt gerne wieder eine. Dann riecht immer das ganze Haus wie heißt's? Brot, nach frischem Brot. Und das ist so toll. Ich liebe das. Ah, oh, guck mal, hier sind die Weihnachtsbackformen. Oh, ich habe so viele. Ich habe früher jedes Jahr Weihnachten richtig zelebriert. Ich habe 3 so Dosen mit Schmücken und Backen und sowas alles. Richtig toll. Bis dann halt meine Mama gestorben ist. Das hat mir so ein bisschen sehr die Lust genommen. Ich habe mir auch jedes Jahr einen tollen Anhänger für den Weihnachtsbaum geholt. So eine schöne, besondere Weihnachtskugel. Und irgendwann hat meine Mama angefangen, mir jedes Jahr eine zu schenken, eine Kugel. Und jedes Jahr, wenn ich jetzt den Baum schmücke, letztes Jahr haben wir ja gar keinen gemacht, jedes Jahr, wenn ich jetzt den Baum schmücke, dann sehe ich halt die Kugeln, die meine Mama mir jedes Jahr geschenkt hat.
Und ja, jedenfalls hat mich so total die Lust an Schmücken und Weihnachtsfeeling und so verlassen. Aber dieses Jahr bin ich richtig, also ich freue mich mega auf Weihnachten, richtig doll. Ich habe ja auch eigentlich jedes Jahr diesen Christmas-Channel, höre ich, diese Christmas-App. Ich zeige euch die, weil ich da oft schon nachgefragt wurde. Ist es die hier. Das ist der Christmas-Channel. Und da, die spielen halt total schöne Weihnachtsmusik, ne? Also so amerikanische Lieder und aber auch jetzt noch, wenn man den jetzt anschaltet, spielen die Weihnachtslieder, aber auch so normale Chartslieder. Und das ist so schön. Und das hat mir immer so schön die Weihnachtsstimmung gemacht. Und das habe ich euch schon oft erzählt und jedes Jahr habe ich euch die empfohlen schon, wenn ich die gehört habe. Die Christmas Channel App. Also schaut da vorbei, wenn ihr auch in Weihnachtsstimmung seid. So. Das kann, glaube ich, auch weg. Das ist vom Kühlschrank. Von dem großen. Wenn man so mit Eiswürfelbereiter-Dings da. Und wenn man den nicht benutzt, den Eiswürfelbereiter, dann kann man das da reinmachen. Aber wir lieben Eiswürfel. Wir werden es eh immer benutzen. Ich frage Bernd nochmal. Ja. Ich habe die ganzen Weihnachtskeks-Ausstecher jetzt hier reingetan. Dann passen sie nämlich in eine Dose. Hier ist dieser Crush-Eis-Bereiter, was man alles wiederfindet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der dicke Bauch. Aua. Oh, der ist oft im Weg, ey. So. Ich habe mehr gefunden. Lock- und Lockdosen. Der ist cool, den stellt man ins Eisfach. Und dann kann man da Saft reinmachen und das wird dann zu Slush-Eis. Voll cool, ich wusste nicht, dass wir das noch haben. Wird Calvino sich freuen. Ewig nicht mehr benutzt. Jetzt die ganze Zeit draußen im Garten. Also ich bin in der Garage am Werk. Ich habe so einen alten Stuhl, neuen Stoff getackert und so und alles sortiert, was trödeln kann und dies und das, was man noch behält und so. Und Bernd und Calvino sind im Garten und haben den Hühnerzaun zurückgebaut und jetzt bauen die halt den Zaun ab und also den Außenzaun und jetzt kann halt Smurfy nicht mehr da frei im Garten laufen. Er war jetzt gerade zum letzten Mal im Garten hier. Das war's. So wieder so ein Meilenstein. So, ja, traurig. Echt, ich bin jetzt echt traurig. Ja, muss ich echt sagen. Ich mache uns jetzt hier so Tütenkaffee. Und wir haben ja nur noch 4 Tassen. Calvino kriegt jetzt auch einen Kaffee. Einfach so. Und jetzt sind die Tassen halt fast alle in Benutzung. Egal. Ich werde den Vlog jetzt hier beenden. Weil, ja, die Laune ist nicht mehr so da. Jetzt kommt gleich der Schrotthändler und holt Schrott ab, was wir noch im Garten haben und so. Ich habe einen Koffer aufgemacht, den habe ich gepackt bei meiner Mama in der Wohnung. Nachdem die gestorben ist und ich die Wohnung da leer geräumt habe, habe ich so ein paar Erinnerungsstücke. Die hatte nicht mehr viel, die hat sehr viel vernichtet vorher. In einen Koffer gepackt und den habe ich gerade... Ich habe schon seit Wochen überlegt, was mache ich damit? Schmeiße ich den einfach weg? Nehme ich den geschlossen mit, gucke ich mir den an. Und jetzt gerade war ich so stark genug, den aufzumachen. Ich hatte Angst, wenn ich den aufmache, dass dann so der Duft rauskommt von meiner Mama und ich total traurig bin. Aber der Duft war schon gar nicht mehr da, weil der ja jetzt halt schon 4 Jahre oder so im Keller liegt, der Koffer. Wo die ganzen alten Fotos, die sie noch hatte. Und ja, nehme ich auf jeden Fall mit den Koffer und ich werde auch einige aufhängen davon. Jetzt fühle ich mich stark genug dafür. Aber ich werde den Vlog jetzt beenden, weil wir haben so viel zu tun. Ja, es fällt mir schwer zu filmen zwischendurch. Es war dann halt mehr so ein Laber-Vlog-Video für euch heute. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!